Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, hier wird es langsam wieder etwas dunkler. Hier bin ich. Wir kriegen aber Zwergenverteidiger, sehr schön. Geben wir gleich nochmal 5. Und ja, wir haben ja sehr viel sch zwergische Schwerindustrie, deswegen sollten wir gut an Mondsilber und Eisen kommen. Gerade hier oben ist auch doch jede Menge Mondsilber übrig. Geht es los? So, mit den ersten 20 kann ich mal die Luciens hier vertreiben. Die Lykaner, die Wolfsmenschen, wie auch immer. Kann mich immer noch nicht entscheiden, wie ich sie wirklich nennen soll. Wichtig ist, dass wir so 50 Verteidiger zusammenkriegen. Und dann vielleicht noch 10 Priester. Runenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Wow. Wow, kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Auf mein Kommando. Die Ahnen rufen uns! Okay, die Lucia, die können austeilen. Mann, Mann. Auf mein Kommando. Auf meinen Befehl. Das heißt, ich brauche viel mehr Zwergenkampfkraft. Und das waren nur 4 Luzien. Die einfach halt mal so da waren. So, dann rufen wir auch gleich mal unseren Itaif-Titan. Hier unten haben wir alle Forschungen, ja.
Okay, wir haben genug Nahrung für das hier. Geht es los? Hier bin ich. So. Auf geht's. So, das heißt noch mehr Verteidiger. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, wir sind auf einer Schneemap, deswegen dieses Geräusch. Wer ruft? Mach Platz! Mach Platz! So, unser Zwergtitan haben wir auch. Also ja, wie gesagt, erstmal die Lucians. Die doch überall wo sind. Kohle im Eisschleudere, wo kommst du her? Runenkrieger zu mir! Lasst sie nur kommen! Hier bin ich! Mehr davon! Los geht's! Okay. Auf mein Kommando. Meine Axt wartet schon. Ihr nehmt noch ein bisschen Damage. Ah ja, muss ich sagen, fand ich jetzt gerade sehr interessant, dass da Golems gewuselt sind auch noch. So, da kommen die drei Lucians. Und ja, ich habe gerade noch mal überlegt, wegen... Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Das ist eine Falle. Wir werden angegriffen. Zu allem entschlossen. Geht es los? So, wir haben bald Nahrung zusammen. Also die Hälfte der Nahrung, die wir für die nächste Stufe brauchen.
mit der hole ich mir dann mal 10. Priester. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! So, die gingen relativ schnell down. Ah ja, das hier unten, das wird echt lustig werden. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt möglich ist, alle zu schaffen. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Mehr davon! Los! Die Linien müssen halten! Es ist halt wirklich die Frage, wie viel Damage lachende Tode macht. Aber ja, das waren, glaube ich... Waren das alle Lucien? Gerade mal gucken gehen. Während wir hier auf die nächste Stufe warten. Nur zu! Ja, Kriegspriester. Kann nämlich sein, dass hier oben noch welche war, oder? Dich sicher bin ich mir auch nicht. Ich will nämlich erstmal die Lucien loswerden. Bevor ich mich um andere Sachen kümmere, weil dann ist das Gebiet sicher. Dann haben wir nur noch hier unten das Problemchen. Aber nö, sieht nicht so aus, als ob sie hier noch Lucien rumgetrieben hätten. Gut, dann gehen wir mal hier oben gucken, ob da noch was ist. Ein bisschen XP hat das sogar gebracht. Sehr gut. Wir haben fast die Nahrung zusammen, die wir für das Einheitenlimit abbrauchen. Ressourcen haben wir sehr gut. Wir hätten sogar hier noch Mondsilber gehabt. Stimmt. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht so schnell. Eis sieht noch recht gut aus bei beiden Stellen. Wobei hier ist fast nichts mehr, ja.